es wäre ja blöd, wenn jede Person einen anderen Geschmack hätte oder so. Für ein Texturenpack jetzt zum Beispiel, dann schreiben mal Leute rein, die finden es scheiße, Leute finden es wieder gut, dann finden es wieder andere Leute beschissen und so weiter und so fort. Es wäre schade, wenn Leute andere Geschmacksrichtungen oder einfach die gleichen Sachen mögen. Wieso habe ich das Texturenpack? Weil mir das gefällt. Mir gefällt das. Ich weiß, vielleicht soll ich mal was anderes probieren, aber aktuell gerade ist mir das am angenehmsten. Ach, warum alles schon verbraten? Meine Güte. Was wollten wir so haben im Texturenpaket? Nur mal so eine Frage, kann man ja stellen, ne? Warum ja Fichten? Ach, meine Güte, alles Fichten wieder verbraten, das ist ja unmenschlich. Boah. Wieso eigentlich? Texturen halt? Was gefällt mir daran? Das ist schön. Hm. Ach, diese Musik. Ach du meine Güte, dachte schon. Weil die das so futtern haben hier. So, fertig. Bisschen sortieren hier. Und was wollte ich wieder? Meine Güte, was. Na gut, ich bin ja voll durch hier. Nein. Gut. Da oben ist wieder. Ach, das ist wieder unser. Meine Madame. Viel Spaß, da hast du es. Ich sehe uns nie wieder. Wollen wir uns also abladen hier? Okay, wir müssen irgendwie mal am Strand weitermachen heutzutage. Das ist ja nicht auch nochmal. Wie soll ich ohne Texturenpaket spielen? Sieht da doof aus. Mal kurz, wenn ich das mal mache hier. Nur mal kurz als Test, ne? Angenehm, ne? Ach du Scheiße. Boah. Danke dir. Ich hoffe, du bräuchst es nicht. Ohne Textur bekommt man ja Augenkrebs hier. Das ist ja unabnormal. Bleh. Sorry, aber ich habe das schon ewig lang hier. Ich habe mich daran gewöhnt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, irgendwie mal eine abgewärmte oder eine andere Version von dem Texturenpaket würde vielleicht auch nicht gerade schaden. Können wir gleich mal machen. Wir haben auch noch so irgendwas. Ach genau, ich wollte ja ein Dingens machen. Ein Restaurant. Vor 10.000 Millionen Jahren wollte ich ein Restaurant machen. Aber ich weiß nicht, wo genau. Wo soll das genau hinpacken? Wohin soll man das machen? Hier am Strand? Nö. Oben irgendwie beim Ferienresort? Irgendwie hinten durch? Hm. Aber da müssen wir noch Fichten. Genau, Fichten so. Weißt du was, wir nehmen hier den Platz hier, das wir haben hier und setzen einfach da Fichten an. Fertig, Schluss. So, hört sich das an und nichts weiteres gehört hier ran. Oh. Areas Friend 5-1. Hello and welcome to another episode. No, danke sehr und willkommen im Club der Bekloppten. So. Aber es geht weiter hier, ne? Wir müssen wieder ranklotzen. Wir müssen wieder Fichten holen und Fichten. Gaps live. Hallo! Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ihr hier bist. Kann man eigentlich Gibi sagen? Nö, wahrscheinlich nicht. Ich raste irgendwie gerade aus, merke ich gerade. Meine Stimme geht irgendwie ganz plötzlich in die. Naja, wir müssen warten, bis die ganze hier gedeihen und gedungen ist. Und danach kann es ja losgehen, ne? Dann müssen wir hier wieder kloppen, weil wir müssen ja warten, bis das Dach hier fertig ist. Und wir müssen irgendwo schauen, ich will irgendwo das Restaurant hinpacken. Ich weiß nicht, wo wir das hinpacken können. Aber ich weiß nicht, wo, was, wie, warum, weshalb. Ich möchte gerne irgendwo ein Restaurant hinpacken, aber hier ist ja. Komm, das müssen wir weggradieren, das ist ja doof. Das ist ja doof hier. Das ist echt doof. Yeah.
Gaps schreibt gerade, hab gerade mittlerweile einen Tarif, also ein Abo gekauft, damit ich Pokémon-Meister werden kann. Danke sehr. Und As Friends, tut mir leid. Tut mir leid, wenn du jemanden kacke findest, dann musst du nicht vorbeischauen. Du kannst einfach weitergehen. Das ist das Internet, du musst nicht jemanden beleidigen. So, irgendwo muss noch das Ding hinschmeißen. Irgendwo kann man das doch hinbauen. Ich weiß nicht, ob hier das Restaurant gut ist, weil ich es auch ein bisschen abgeschottet, abgeschlossen. Irgendwie doof. Natürlich scheiße. Ja, gerade Ferien, ganz klar. Und, ja, was soll man dazu sagen? Oh, danke sehr. Ja, ist nun mal so. Ja, immer diese Troll, weißt du? Nein, kann man aber nicht haben. Tut mir leid, aber trollen kannst du am anderen Ort. Bei einem ApoRed oder so kannst du trollen. Das ist ganz normal. Bei mir, nein. Das geht nicht. Ich bin ein seriöser. Klingt auch doof. Ich bin ein liebenswürdiger Mensch wahrscheinlich. Wieso soll ich Leute bannen, wenn sie... Ich habe schon zwei, drei Leute gebannt, da sind aber ausgerastet und haben Hitler verglichen, pipapo. Das ist aber... Es gibt Leute, die... Ich bin so durch. Es gibt Leute, ich bin wirklich durch, die meinen, weil ich Deutsch rede, bin ich ein Deutscher und assoziieren genau darüber Hitler. Ich bin kein Deutscher, das ist nur mal so. Da kann mir niemand anmerken, aber es ist so. Weder Österreich noch Deutscher. Daher kommt auch niemand, ne? Da ist ja. Soll noch jemand kommen, aber da ist wahrscheinlich auch in einer Theke eingepennt. Irgendwo. Was mache ich überhaupt? Meine Güte, was ist hier überhaupt los? Vielleicht irgendwas reinbasteln? Nö, hier ist ja nichts, ne? Gut, dann gehen wir da raus. Ja. Meine Damen und Herren, ich würde mal vorschlagen, die Musik irgendwie mal zu wechseln, weil das ist echt doof. Oder gar die kommen. Ach, das ewige, genau, wegen Hitler und Co. Also nein, ich meine, warum hat der Hitler umgebracht? Da kann man die unterschiedlichsten Thesen aufstellen. Ich weiß nicht, warum. Aber ich glaube, der Herr war einfach ein bisschen so doof. Wieso? Ja, ich weiß. Erstens mal, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, aber Hitler war einfach mal... Weil die Gasrechnung nicht bezahlen konnte, na klar. Das schon auf jeden Fall. Gasrechnungen werden hier nicht beglichen. Vielleicht hier ein bisschen... Ach, gehen wir pennen. Komm, in Minecraft hier ist es zu doof. Oh, noch was futtern und dann gehen wir weg. Ich kann keine Lieder reinschmeißen, die Copyright geschützt sind. Das wisst ihr, oder? Ich glaube nicht. Wieso ist das Ding denn so komisch hier? Warte mal kurz. So rum. Ich kann keine Lieder reinlegen, die irgendwie Copyright geschützt sind. Und ich meine, es ist eine Minecraft Let's Play und da gehört irgendwie Minecraft-Musik dazu. Können wir gerne anders mal weiter schauen. Mann, ich habe hier doofe Musik gerade. Müssen wir mal anders machen, so rum. Wenn das nicht hilft. So. Mal kurz pennen. Und. Boah, Nasekratzen gehört immer dazu. Was war Hitlers Lieblingsspeise?
Über sowas noch zu reden. Tut mir echt leid, über Hitler noch Witze zu reißen. Es war zwar auch nur ein Mensch, aber ein Mensch, der reden konnte. Und das, ich bewundere Hitler. Einen Sinne, er konnte Massen bewegen, etwas zu tun. Anderweitig ist er ein Arsch, wenn eine ganze Völkergruppe niederzuwechseln und einen Themawechsel hinzulegen, können wir auch machen. Ein Themawechsel wäre bestimmt sehr gut. Zum Beispiel WC-Papier. Braucht man das oder nicht? Wie kommt man im Leben ohne WC-Papier zu klar? Ist auch ein doofes Thema. Na klar. Eichensetzlinge, cool. Hab heute 5 Level bei Pokémon Go gelevelt. Ich verstehe eigentlich nicht der Hype hinter Pokémon Go. Ich habe das runtergeladen und gesehen, man muss laufen. Dann war's fertig. Seitdem spiele ich das nicht mehr. Tut mir echt leid, aber ich weiß nicht. Ah, das ist ja ein uralter Witz. Mit welches Land nimmt am meisten Flüchtlinge auf? Da könnt ihr einem anderen, zum Beispiel meine Damen und Herren, wenn ihr solche Witze reißen wollt, könnt ihr zu Arborette gehen. Der kann das. Kann das super. Jetzt halt einfach stumm? Jo, gerne. Man hat gerne mal einen stummen Bizeps. Nein. Wo will ich das verdammte Kackgedöns-Restaurant hin oder hinschmeißen? Wohin nur? Um das. Einfach hier hinten? Komplett versteckt? Ich glaube, es ist noch mal versteckt. So ein Glasrestaurant. So ein Fichten oder was auch immer. So ein Holzboden. Und dann mal kurz. Wie gesagt, Pokémon Go, meine Damen und Herren, hat so ein Phänomen erreicht, dass ich sage, ich spiele es zwar, also ja, wenn ich als Beifahrer in einem Auto sitze, spiele ich es. Aber ansonsten glaube ich eher nicht. Also Pokémon Go ist sozusagen, nö. Wieso? Wieso soll ich das? Ich finde es zwar nice und eine gute Idee dahinter, aber oh, okay, gut. Heftig, na klar. So, wir sind wieder in Fichtenholz extrahiert geworden. Nein, ich will irgendwie ein riesen Restaurant hinpflanzen. Ich weiß nicht, aber ist irgendwie hier so abgeschottet. Wollen wir das irgendwie nur hier hinten machen? Nur abgeschottet für die 2-3 Personen oder für die Leute, die da oben sind mir fehlen wie die Worte im Ressort. Oder wollen wir das irgendwie ganz zentral irgendwo hinschmeißen? Ich glaube, das war irgendwie zentral. Nö. Oh. Trimog ist der Beste. Na hallo, und wir sind wieder. Ich will jetzt hier nichts sagen, weil der Chat beleidigt sich irgendwie gerade selber. Jemand hat gesagt, meine Mutter ist beim Unfall gestorben, beim Autounfall. Und da sagt der andere wahrscheinlich, ich will hier nichts dazu sagen. Das könnt ihr selber auskäsen. Auskotzen. Danke schön. Try Mac Sister der Beste. Ich ist auch nur ein kleiner Teil der Minecraft-Welt. Muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, irgendwo. Ich suche gerade einen richtigen Ort für ein Restaurant, das ich hinpflanzen könnte. Aber
Aber ich finde es irgendwie nicht genau. Ich weiß nicht genau, wo wir das Restaurant hinpacken soll. Ob wir das in Nähe eines Wassers oder des Wassers hinschmeißen soll. Oder eher hier hinten irgendwo. Ich weiß nicht, wo wir das hinpacken können. Das ist mir irgendwie so ein Rätsel gerade, wo wir das wirklich hinschmeißen können. Ob wir es wirklich hier hinten machen sollen oder nicht oder was auch immer. Ich bin noch im Rätseln. Bitte, Leute, bitte. Wieso müsst ihr euch selbst beleidigen? Wieso? Könnt ihr mal nett sein untereinander, verdammt nochmals? Sonst geht der Bannfinger los. Ich banne schon, Leute, ganz klar, aber wenn der halb vernünftig noch ist, dann geht's noch. Aber wenn es dann wirklich mal ausartet. User joined your channel. Hello? Hallo? Okay. Wieso streiten sich Leute im Chat die ganze Zeit? Das ist echt so doof. Kein Plan. Attil, wie geht's? Wie steht's? Ich stehe gerade gut. Und du bist ja jetzt umgezogen, ne? Also in der Wohnung und Co. Genau. Und ich glaube, Xerox, möchtest du Mod haben? Weil jemand, Gaps? Okay, ich bin gerade wirklich am Ruckeln, weil Minecraft wieder voll am Ende kacke ist hier. Ich kann das übernehmen, ansonsten ist es kein Ding. Dann gebe ich dir mal Mod. Boah, du Scheiße, ich gebe dir mal kurz Mod. Dann kannst du bitte hier. Den YouTube-Link. Ach, wie macht man das schon wieder? Einfach das sein. Also. Dash Mod. Schon passiert. Bin ich? Jupp. Boah. Ja. Okay, tut mir leid, gerade jetzt wieder ruckel. So. Ich bin jetzt getimeoutet für 600 Sekunden. Oh, danke sehr. So, ich frag grad irgendwo, wo ich will im Restaurant machen. Aber ich weiß nicht genau wo. Ob er das irgendwie bei den. Ob er das irgendwie hier machen soll oder irgendwo am anderen Ort. Ich bin ziemlich unschlüssig und ich weiß nicht wo, ob er das. So passiert das halt, ne? Wieso hab ich plötzlich wieder 5 Zuschauer? Deine Musik. Jo. Ist normal. Das ist normal. Mischpult halt, ne? So, was? Ich glaub. Hier könnt. Und genießt du deine Ferien, Till? Ich mach nix eigentlich. Ich koche, ich esse. Ich sitz rum, ich lese, ich schau Serien, schau Filme. Ja, wir gehen langsam die Serien aus. Wollen wir das mal endlich aufnehmen zusammen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Anfang Oktober, wenn wir dann umgezogen sind. Also ich auch. Keine Ahnung. Anfang Oktober, wenn ich dann auch umgezogen bin. So muss ich hier mal ein bisschen. Nee, früher. So muss ich wieder alles ein bisschen umschmeißen. Ach. Ich hoffe, die Leute können sich hier ein bisschen benehmen, weil ich weiß nicht, irgendwie geht das langsam den Bach runter, weil das Internet ist ja klar, das macht einem zum anonymen Stinker und zu einem, ich weiß nicht, zu einem, der hinterm Bildschirm kann der kleinste Fuchs noch etwas sagen und tun und lassen, was er will. Und sobald er im Real Life irgendetwas sagen möchte, dann klickt er ein und macht nichts. Das ist wie mein Spruch, den ich immer sage. Das ist ein bisschen hart, aber stimmt. In Internet große Fresse, in Real Life lutschst du Schwänze.
im Großen und Ganzen ist es so einfach nicht ganz so schlimm. Ja. Man muss einfach manchmal hart durchgreifen. Klingt komisch, ist auch so. Aber tut nicht zur Sache. So. Wieder rein da und wieder pennen. Und ich weiß gar nicht, willst du, Sarox, als vielleicht nächste Woche oder so, freitags, als Gastspieler auch mal reinschauen, weil du auch vielleicht streamst? Ich weiß nicht, ob da das... Ja, auf jeden Fall. Nimm ich gerne an. Dass man vielleicht so 50, 100 Folgen zusammenspielen können. Das heißt... 10, 12 Wochen. Ja. Am besten sind die... am besten sind die Älteren, die das auch sagen, aber selbst große Fresse haben. Ja, ist so. Ja. Es ist nun mal so, Freunde da draußen. Ich hau dir aufs Maul. Ich kann auch aufs Maul hauen, aber dann tut's weh. Was will ich nicht. Das ist... Ich weiß nicht warum. Leute, tut sich sowas Doofes an und ich weiß nicht warum. Aber es geht manchmal so rum und rundherum. Und was hast du überhaupt geholt? Was hast du dir geholt an der Tanke? Nur mal so als Frage. Pizza Burger, Pizza Hawaii, ein Eis, Sneakers, ein Spitzbub und ein Rivella. Und Tee. Tee? Teebeutel. Also Beutel. Fertig Tee. Aus der Tanke. Ja, auch schön. Wir haben noch hellgraue Wolle. Die wir nie benötigen oder nie verspeisen. Das Ding ist, ich wurde angesteckt. Was hast denn du wieder? Kaufsucht oder was? Nein. Weißt du es nicht? Das habe ich natürlich auch gehabt. Beyond Two Souls. So rum. Oh, meine Füße. Oh, scheiß Mückenstiche überall. Oh. Der Herr. Warte mal, ist das. Das ist bei mir sogar. Oh. Hört ihr das auch? Sie können 20 Jahre älter sein. Ich habe keinen Respekt, solange mir kein Respekt erweist. Oh, jetzt gehen ja gerade alle durch. Oh. Noch zwei Personen sind online hier im Stream. Aber ich finde das auch gut, weil Respekt gegenseitig Respekt sollte ja auch von Ehre und Co. Also, nein, ist auch wieder ja, also gesagt. Ich muss Gaps schon zustimmen, da hat er schon recht. Aber manchmal ist es einfach besser, wenn man auf die Eltern hört, auch wenn sie dann, also auf die Erwachsenen hört, auch wenn sie es scheiße rüberbringen. Das hat manchmal seine Gründe. Und ja. Gefällt dir überhaupt die Musik gerade, Serox? Ist zum Einschlafen. Ist ja gut, ist ja mein Stil in auf dem ganzen Kanal. Die Leute ins Koma zu reden, oder was? Ja. Nice. Es gibt auch Leute, so gesehen, warte mal, was ist die Musik? Die Musik, glaube ich, ist ein bisschen leise, ne? Es gibt auch Leute im Internet, die müssen ja immer hyper machen und große Fresse, also ist auf YouTube gesehen und ich weiß nicht, warum die das machen müssen. Keine Ahnung. Ich auch nicht. So einen riesengroßen... Ich denke, sie kriegen zu Aufmerksamkeit, dass sie zu Hause nie Aufmerksamkeit gekriegt haben. Ist mir irgendwie wirklich ein Rätsel, aber da ist ja was anderes. So, wir sind immer noch... Naja, ich weiß selber, dass ich mich mit 13 besser benehme als meisten die meisten 18-Jährigen. Es kommt auch nicht nur auf das Alter drauf an und rund um 18 Jahre. Logisch ist. Wo wollte ich eigentlich das Restaurant einpacken? Ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte ein Restaurant hinschmeißen, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich bin doof. Ach Mann, mein Gehirn muss sich langsam wieder. Erinnerungsvermögen ankurbeln. Ich weiß nicht. Wo war das jetzt nochmal? Ist da vorne oder was? Also gut, sei auch so, weißt du, du bist jetzt Mod, du musst jetzt immer on sein, weil ich streame. Ja, mach ich. Freitags 5 Stunden oder 4 Stunden, je nachdem. Ja. Nein, du musst nicht immer on sein, vergiss es. So, wo ist denn das Ganze hier? Wo wollen wir das Restaurant hinschmeißen? Ach genau, wir wollen die Insel. Die Insel wollten wir als Restaurant verpflichten. Das war ja damals noch so, ne? Ist ja immer noch so.
Ja, auf Twitch gibt es ja manchmal Leute, die sind einfach doof. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie du das, sag ich auch, jetzt gerade empfindest oder siehst. Was? Und jetzt habe ich auch große Fresse. Nein, weil du bist jetzt umgezogen. Du wohnst jetzt in der WG. Und wie ist das so? Hat der irgendwie Respekt gegangen oder ist das einfach nur so Larifari-Betrieb? Nee, das ist schon ganz normal, aber es ist chillig. Weil der eine ist ja ein, der eine, der in der WG wohnt, ist ja der Bruder meiner Freundin und ja, ganz gut, klar. Oh, das ist ja. Oho. Und die Freundin wohnt auch noch drin oder was? Nee, kann nicht sein. Nee. Hast du schon. Und. Wohnt zwei Etagen unten. Und unter mir. Ach so. Wow, das ist ja ein weiter Weg. Wieso bist du nur noch in deinem Zimmer? Ja, weil sie arbeiten. Geht jetzt. Jetzt? Ja. Na dann viel Spaß. So, Pferde, Pferde, Pferde! Wow! Ich hoffe mal, das sind nicht so doof. Komm gleich wieder. Kein Problem, kannst du machen, was du willst. Wir sind nicht alleine, oder? So. Ich glaube, wir müssen hier alles begradigen, dass wir hier wieder eine schöne Fundament kriegen, damit wir dann auch angenehme ja, Bauarbeiten leisten können für das Restaurant, das ich hier machen will. Eigentlich ein. Wie soll ich sagen? Ein Inselrestaurant. Das wäre auch schön. Ein Inselrestaurant, war wirklich schön. Kann man machen.